Wir begrüßen euch zu unseren märchenhaften Weihnachtsleuten in Oberhammersbach. Hallo zusammen, heute sind wir wieder in Oberhammersbach. Ich muss schon sagen, in dem kreativen Örtchen Oberhammersbach. Denn auch dieses Jahr haben sie sich wieder pünktlich zur Vorweihnachtszeit, über die Weihnachtszeit bis zum 6. Januar einen wunderschönen Weg ausgedacht bzw. gestaltet. Sehr liebevoll, man sieht es, mit Naturmaterialien und sehr viel mit Holz. Euer Auto könnt ihr parken an der Reichstalhalle. Und gleich gegenüber, über der Straße, geht der Weg los. Ein 2 Kilometer langer Rundweg, der bis zum 6. Januar täglich von 16 bis 20 Uhr geöffnet ist. Ihr könnt auch mit dem Kinderwagen hier fahren, ist alles möglich, der Weg ist eben und er ist kostenlos. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit wird hier eine andere spannende Geschichte erzählt. Voriges Jahr hatten wir eine echte Hexe dabei, weil der Weg hieß voriges Jahr, die kleine Hexe feiert Weihnachten. Und da war unsere Hexe so richtig in ihrem Element. Da ist sie gesprungen und getanzt hier. Das hat ihr so richtig gut gefallen. Wer das nicht gesehen hat, den verlinke ich das hier oben, den Film, dann könnt ihr euch den Film noch mal anschauen. Dieses Jahr gibt es ein anderes Thema, nämlich Lieselotte Weihnachtskuh. Tja, und da haben wir ein Problem. Wo nehmen wir denn jetzt eine Kuh her? Eine Kuh zu bekommen wäre vielleicht nicht mal das große Problem, weil hier gibt es viele Bauern im Ort und die könnten uns vielleicht mal eine Kuh ausleihen. Aber dann haben wir uns überlegt, geht die Kuh 2 Kilometer ganz relaxed mit uns diesen Weg? Nein, das glauben wir nicht. Und deshalb haben wir gesagt, wir lassen die Kuh einfach im Stall und gehen den Weg alleine. Ich habe mir 2 kleine Mädchen eingeladen, die werden für euch den Weg erkunden, dass ihr euch eine Vorstellung machen könnt, wie es hier aussieht. Und wenn ihr in der Nähe wohnt, könnt ihr vielleicht selbst mal herkommen und diesen zauberhaften Weihnachtsweg besuchen. Ich würde es empfehlen. Und deshalb lade ich euch schon erstmal virtuell dazu ein, mit uns den Weg zu gehen. Was ist nun die Lieselotte? Meinst du etwa die Weihnachtskuh? Ja! Komm, gehen wir sie doch gemeinsam suchen. Ich habe sie entdeckt, die Lieselotte. Hier ist sie. Ich sehe schon die Kinder kommen. Sie sind ganz aufgeregt und suchen die Lieselotte. Wir haben sie gefunden, die Lieselotte. Und an jeder Station steht ein neuer Text zum Buch. Von Alexander Steffensmeier vom Verlag Fischer Sauerländer. Hallo Lieselotte, du Weihnachtskuh, was machst du denn? Hier gibt es die Lieselotte sogar als Postbote. Halt sie da. So, gehen wir weiter, Mädels? Ja. Ja.
ich habe die Lieselotte gefunden. Besonders romantisch ist es, wenn es so langsam dunkel wird und der Weg so schön beleuchtet ist. Was komisch ist, das hat eine Socke als Mütze. Oh, Lieselotte, du schläfst ja. Dann schütteln sie weg. Ich weiß nicht, ob sie noch kommen. Und diese Hühner, die haben ja gar nichts mehr. Die haben keine Mütze und haben auch keinen Schal. Und ja, aber geht. Bitte, ne, glaube ich. Und sie suchen ja auch noch die Lieselotte. Oh, der aber hier. Ja, eine Huhn fährt den Traktor. Komm, suchen wir. Wow, die Lieselotte ist ja wieder da. Wir haben sie gefunden. Abendessen in den Weihnachtszeit. Und nachher packt sie noch die Geschenke aus. Hey, wo ist das letzte Wurst? Da waren mehrere Würste. Vielleicht hat die Patsy sie ja gegessen. Einer ist rausgegangen und gut. Tee und Apfel. Nach der letzten Station unseres Weges von Lieselotte Weihnachtskuh laufen wir am ältesten Bauernhof von Oberhammersbach, dem Jedensbachhof von 1546, vorbei und kommen wieder auf die Hauptstraße zum zweiten Teil des Weihnachtsweges. Und wir blicken zurück auf unseren eben gelaufenen Weg durch den Wald, den man von hier unten sehr schön beleuchtet sieht. Wir gehen noch ein Stück durch den schön geschmückten Ort Oberhammersbach und kommen beim Rathaus noch am Weihnachtspostamt vorbei, wo die Post direkt zum Christkind nach Engelskirchen geschickt wird. Und jetzt steckt eure Weihnachtswünsche hier rein. Machst du auch? Weiter geht's. Und nach dem Postamt kommen wir in Hademars Adventsdorf. Der Hademar Waldwichtel wohnt normalerweise auf dem Natur-Erlebnispfad in Oberhammersbach.
Doch zur Weihnachtszeit zieht er jedes Jahr ins Adventsdorf ein, im Kurpark gegenüber dem Pfarrzentrum. Hier fühlt er sich so richtig heimelig in der Ortsmitte und er ist auch besser aufgehoben als im kalten, finsteren Wald. Danke, dass ihr uns auf dem Weg, auf den langen Weg 2 Kilometer lang mit begleitet habt. Danke sehr. Wir wünschen euch noch frohe Weihnachten und ein neues gesundes Jahr. Auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal. Tschüss. So schön kann es sein, die Kinder ein kleines Stück durch ihre Fantasiewelt zu begleiten. Da hat man als Eltern, Großeltern oder Freunde selbst sogar Spaß daran und vergisst circa eine Stunde mal die Sorgen des Alltags. In diesem Sinne ein schönes, besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr auch von mir. Tschüss, eure Oma Betty.